Na, hier nehme ich. Ist der hier eigentlich raus? Der muss raus. Es geht. Okay. Ich bin mir nicht so ganz koscher, ganz sicher, was das hier werden soll. So mache, daran bleibe ich hier hängen, ne? Ja. So geht das gerade so. Das heißt, ich könnte den ersetzen durch so einen. Aber dann müsste ich den hier quasi ja auch ersetzen. Wenn ich die hier das so hoch. Ah, den hier könnte ich auch ersetzen. Durch halt einen solchen. So. Okay. So, und dann quasi hier hinter nehme ich da. Kommen wir ja schon wieder höher. Das ist doch fast perfekt. Hallo. Trink mal eine Kanne Öl, du quietschst. Naja, das nenne ich doch mal planlos. Mit Erfolg. Cool. Und dann kommt man hier nämlich so rein. In diesen Zusatzkerker hier. Wenn ich das hier, dann könnte ich das ja auch höher. Ja, toll. Genauso nicht. So. Genauso, aber wirklich. So, und dann. Warte mal, wenn der da ist und wir gehen hier ja einen halben hoch, könnte das auch durchaus hier sein. So. Die Tür setzen wir hier genau drauf, auf die Treppe. Das sieht zwar scheiße aus, oder hier? Ich weiß noch nicht so ganz. Mal gucken, holen wir uns erstmal Türen. Vorausgesetzt, wir haben noch... Nee, ich glaube, wir haben gar keine mehr. Ach doch, eine haben wir sogar noch. Cool. Knopf haben wir auch noch. In die Dirt-Kiste können wir zwar Dirt werfen. Irgendwo ist hier Lava. Ist jetzt ein bisschen verwinkelter, als ich es eigentlich im ersten Moment... Ah ja. So, so, so. Hier darf ich sie nicht setzen. Da darf ich sie setzen. Na, super. Das freut mich aber, dass ich sie da setzen darf. Da darf ich sie aber. Ah, das geht doch. Das geht doch klar. So, ist ja ein Kerker. Soll man ja von hier nicht reinkommen. Ne? Da kommt man auch nicht an den Schalter. Mhm. Ja, sieht doch gut. Ja, ist machbar. Zwei haben wir noch hier. Zwei haben wir noch übrig. So, reinwerfen, Tür zu. Vergessen. Anpranger gestellt. Na, ist doch schön. Und hier kommst du auch nicht rum. Ist doch so. Gut, bräuchten wir noch weitere Türen und so. Da. Heidi Weihe, Schlumbibu. Aber würde, wäre und könnte. Ehrlich gesagt mag ich ja diesen Fußboden. Das war ist nicht so das stilistisch hochwertigste, was man bauen könnte, aber nicht schlecht. Also das muss ja nicht zusätzlich abgesichert werden. Das ist hier der
der öffentliche Pranger, der Kerker. Da kannst du jemanden reinwerfen. Dann hast du hier noch weitere Kerkerräume, die wir dann noch ausgestalten können. Kleine Zellen oder so. Das könnte man hier auch noch. Hm. Naja, eigentlich braucht man das nicht. Hm, wenn ich jetzt hier noch so mache. 1, 2, 3. Reinkommt. Na, eigentlich sieht er. Ja, doch, sieht gut aus. Guckst du rein, guckst ja dann. Jo. Kann man mit um, oder? Ja. Danke. Ihr müsst jetzt alle nach Hause. Nein, nein. Eigentlich wollte ich das. Hey. Ich gewöhne mich immer noch dran. So. Och mein Gott. Jetzt fühlt er sich irgendwie total cool, weil er ein Stück Erde in der Hand hat, oder? Dieser blöde Enderman. Und essen muss ich gerade nicht, das ist auch gut. Weil ich jetzt hier überlege, schon überlege, ob ich das nicht... Kabel... Also ich könnte natürlich auch so ein Slabity Slap Slap nehmen. Wenn wir jetzt eine Farbe hätten. Das sind jetzt nur die oberen, ne? Die so aussehen. Ja, wäre ja okay. Also grundsätzlich könnte man das hier noch machen. Stirbt der oder paart er sich gerade? Komisches Vieh. Ach, hi. In meinem schönen Keller sitzt du rum. Du beamst dich wieder weg, weil du Angst hast. Komm her. Ich hau dich mit meinem Stock. Naja. So. Mein Gott. Ist doch jetzt nicht ganz so schlimm geworden, wie einige von euch wahrscheinlich befürchtet haben. Haben wir doch schon Schlimmeres gesehen. Der Symmetriegedanke wurde auch gewahrt. Hier ist er jetzt auch wieder schön... Schön durchgeführt. Das hier sieht auch noch einigermaßen aus. Jetzt könnte man das da noch irgendwie anders machen. Also diesen Stein da tauschen ging auch so ein. Die Tür kann man dann da auch draufsetzen und dann müsste man da unten, ja, müsste man das alles um eins versetzen. Puh, können wir mal machen, ne? Noch mit. Das mit. Den Slabby Slap Slap setzen wir da. Und die Türe, die setzen wir da auch wieder rein. Achso, nee, andersrum. So. Von außen setzen wir die da rein. Dann müssen wir da so durchkommen. Und dann reißen wir das hier alles raus. Zu einem gewissen Punkt, Grad. Hast du nicht gesehen? Der müsste eigentlich auch noch raus, ne? Und da wird es dann schon wieder interessant. Ne? Da gehen wir schon wieder oben rein. In die obere. Achso, ja, falsch rum. So rum, so rum. So, die so, weil die weil, ne? Dann können wir nämlich hier,
Hier vielleicht. Machen wir es. Dann machen wir es komplett scheiße. Also weil, wenn müsst, dann wenigstens konsequenter müsst. So, hier. Strahlt es schön von oben. Hier gibt es Licht. Dann kann es hier so runter. Ja, ist okay, ist okay. Micro-Optimization lohnt sich nicht. Ne? Mögen einige jetzt wieder behaupten wollen, aber ist dem ist nicht so. Man sieht, ist total wichtig. Ah ja, jetzt haue ich hier natürlich die Decke daraus. Ach ja, ist schön. So, hier oben drauf machen wir das auch mal hier, Karo. Damit es nicht so wunstmäßig wird. Achso, Wunst, muss ich wahrscheinlich erklären, ne? Wunst. Ihr wisst ja, Kunst kommt von Können, Wunst von Wollen. Deswegen Wunst. So, hätten wir es auch erklärt. Wir hätten hier ein schickes Karo-Muster. Jetzt sind natürlich genau die, wo die Treppe draufsteht. Ach, Entschuldigung. Das ist natürlich jetzt wieder so, dass man das anders machen müsste. Thank you.